Das Coronavirus ist in aller Munde und stellt eine große Gefahr und Herausforderung für unsere Gesellschaft dar. Nicht nur die Gesundheit der Menschen ist stark bedroht, der Virus stellt auch für kleine und mittlere Unternehmen und Selbstständige eine ernsthafte Gefahr für deren Existenz dar. Wir möchten dir in diesem Artikel aufzeigen, wie die Folgen dieser Pandemie aussehen könnten und was du tun kannst, um deine Existenz zu sichern. Aktuelle Infos zum Coronavirus. Fast stündlich gibt es neue Informationen zum aktuellen Stand der Corona-Pandemie. Wir alle sollten, auch wenn es leicht gesagt ist, nicht in Panik verfallen, sondern einen kühlen Kopf bewahren. Das schließt aber nicht aus, sich ständig zu informieren und auf dem laufenden Stand zu bleiben. Dazu nachfolgend einige Links, wo du zum aktuellen Stand informiert wirst. Welche Folgen hat das Coronavirus für KMU und Selbstständige? Das Coronavirus hat weitreichende Folgen für unsere Wirtschaft. Für Selbstständige und KMUs hat die Pandemie Folgen wie Umsatzeinbußen für Unternehmen. Betriebsversicherungen greifen beim Coronavirus nicht. Gefahren für den Unternehmer durch Lieferausfälle, Jobabsagen durch Bewerber und Stornierung von Aufträgen. Welche Pflichten haben Arbeitgeber gegenüber ihren Arbeitnehmern? Als Arbeitgeber hast du auch gegenüber deinen Mitarbeitern eine gewisse Fürsorgepflicht und musst diese auch gegenüber einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. Dazu können schon ein paar recht einfache Maßnahmen ihren Teil dazu beitragen. Ausbau der Hygienemaßnahmen. Regelmäßiges Händewaschen und auf die Begrüßung durch Handschlag verzichten sollten in der derzeitigen Situation selbstverständlich sein. Arbeitgeber sollten aber auch ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen. Wichtig ist hierbei, dass auf eine ausreichende Desinfizierung von bestimmten Gegenständen und Arbeitsgeräten geachtet wird. Tastaturen, Telefone, Computermäuse etc. sind genauso oft zu reinigen wie Türklinken und andere Geräte in einem Büro. Toiletten sollten ebenfalls nicht vergessen werden. Zwischen der KBV, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, und dem GKV-Spitzenverband wurde eine einvernehmliche Lösung gefunden, dass die Möglichkeit einer vereinfachten Krankschreibung besteht. Diese vereinfachte Krankschreibung gilt für den Mitarbeiter für einen Zeitraum von 7 Tagen. Diese Vereinbarung sieht vor, dass ein Mitarbeiter mit einer leichten Erkrankung der oberen Atemwege einfach seinen Arzt anruft, diesem von seinen Symptomen unterrichtet und dafür eine Krankschreibung bekommt. Erkrankt einer deiner Mitarbeiter an dem Coronavirus oder es besteht ein Infektionsverdacht, so wird bei ihm durch die Gesundheitsbehörde ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen. Es besteht überdies die Möglichkeit, dass gegen ihn eine Quarantäne verhängt wird. Nach dem Infektionsschutzgesetz, § 56 Absatz 5, hat der Betroffene ein Recht auf Entschädigungszahlung. Diese ist gleichgestellt mit der Dauer und der Höhe der normalgültigen gesetzlich geregelten Entgeltfortzahlung im Fall einer Krankheit. Zunächst bist du als Arbeitgeber dazu verpflichtet, diese über 6 Wochen an den erkrankten Mitarbeiter zu zahlen. Auf Antrag bekommst du die Lohnfortzahlung aber von der zuständigen Behörde wieder zurückerstattet. Wichtige Unterstützungen und Handlungsempfehlungen in der Übersicht. Die Bundesregierung hat ein 156 Milliarden Euro schweres Hilfsprogramm auf den Weg gebracht, um hier nicht nur große Unternehmen, sondern auch KMU und Selbstständige zu unterstützen und diesen zu helfen. Das Hilfsprogramm sieht eine Vielzahl von staatlichen Hilfen vor. Hier eine Übersicht aller Unterstützungen und möglichen Maßnahmen. Staatliche Unterstützungen. Kurzarbeit wird erleichtert. Du als Unternehmer kannst direkt über ein Formular bei der Arbeitsagentur die Kurzarbeit beantragen, wenn es für 10% der Beschäftigten nicht mehr ausreichend Arbeit gibt. Die vereinfachte Kurzarbeit gilt auch für Arbeitnehmer, die über einen Leihvertrag beschäftigt sind. Auch werden alle Sozialversicherungsbeiträge durch die Bundesagentur für Arbeit erstattet. Mehr Infos findest du auf der Infoseite der Bundesagentur für Arbeit. Zuschüsse für Selbstständige und kleine Unternehmen. Im Rahmen der Soforthilfe können nicht rückzahlbare Zuschüsse beantragt werden. Die Höhe ist gestaffelt nach der Anzahl der Beschäftigten. 9.000 Euro für Solo-Selbstständige bis zu 5 Beschäftigten. 15.000 Euro bis 10 und 25.000 bis zu 50 Beschäftigten. Kredite durch die KfW. Die Bundesregierung hat in ihrem Hilfspaket beschlossen, die Programme für Liquiditätshilfen deutlich auszuweiten. Die Sonderprogramme dazu werden über die KfW-Bank für Unternehmen aufgelegt. Die Beantragung eines solchen Kredits erfolgt über deine Hausbank. Die jeweils aktuellen Dokumente und Webseiten findest du auf unserem Blog. Rückerstattung der 6-wöchigen Lohnfortzahlung. Dir als Unternehmer wird die 6-wöchige Lohnfortzahlung bei einer Erkrankung oder Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers, beispielsweise bei Anordnung von Quarantäne, rückerstattet. Aufschub für Steuerzahlungen. Vorauszahlungen werden gesenkt und Vollstreckungen für Steuerschuldner werden vorerst bis zum 31.12.2020 ausgesetzt. Hier solltest du dich dringend mit deinem zuständigen Finanzamt in Verbindung setzen.
Aufschub von Insolvenzanträgen. Die bisher gültige dreiwöchige Pflicht zur Anmeldung einer Insolvenz wird vorerst bis zum 30.09.2020 ausgesetzt. Handelsempfehlungen an den Unternehmer. Es gibt auch einige Handelsempfehlungen, die du von deiner Seite in den Weg leiten solltest, um deine Existenz nicht weiter zu gefährden. Änderung von Schichtplänen. Um ein Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus zu verringern, kannst du auch bestehende Schichtpläne verändern. Dabei ist darauf zu achten, dass in den festgelegten Zeiten so wenig Arbeitnehmer wie möglich in engem Kontakt miteinander sind. Umstellung auf Homeoffice. Erlaubt es ein Arbeitsvertrag, so kannst du als Arbeitgeber auch Homeoffice anordnen. Auch Möglichkeiten der Weiterarbeit zu Hause können beispielsweise durch tägliche Videokonferenzen oder sonstige Konferenztools geschaffen werden. Prüfung der Steuervorauszahlungen. Vor allem Selbstständige sollten sich an ihr Finanzamt wenden und einen Antrag auf Herabsetzung der Steuervorauszahlungen beantragen. Zu beachten sind auch bereits angefallene Steuerschulden. In dem Fall kannst du eine Stundung in Betracht ziehen und beantragen. Kosten im Unternehmen senken. Zum jetzigen Zeitpunkt solltest du deine Einnahmen in ihrer Priorität deutlich vor die Ausgaben stellen. Lieber einmal aufs Konto verzichten und damit die Liquidität, wenn auch nur für kurze Zeit, aufrechterhalten. Überdies solltest du unnötige Kostentreiber in deinem Betrieb ausfindig machen. Finanzen konservativ planen. Außer auf eine Kostensenkung in deinem Unternehmen solltest du auch darauf achten, die Unternehmensfinanzen konservativ zu planen. Notfalls setze dich bei bereits getätigten Bestellungen mit dem Hersteller in Verbindung und prüfe, ob eine spätere Lieferung auch noch möglich ist. Anordnung von Überstunden für gesunde Mitarbeiter. Treten in deinem Betrieb mehrere Krankheitsfälle oder nur Verdachtsfälle auf, müssen deine verbleibenden Mitarbeiter ihrer Treuepflicht dem Betrieb gegenüber nachkommen. Das bedeutet, dass du als Arbeitgeber von den verbleibenden arbeitsfähigen Mitarbeitern die Leistung von Überstunden verpflichtend fordern kannst. Verzicht auf Dienstreisen. Dienstreisen sollten im Moment so gut es geht vermieden werden. Dies betrifft sowohl deine eigenen Dienstreisen als auch die deiner Mitarbeiter. Mitarbeiter haben außerdem bei Dienstreisen in vom Robert-Koch-Institut erklärten Risikogebiete das Recht, diese Dienstreise zu verweigern. Exportkreditgarantien abschließen. Bist du als Unternehmer auch international tätig, dann könnten dir auch Exportgarantien helfen. Du solltest dich hier mit dem Versicherungsgeber in Verbindung setzen. Überstundenabbau und Urlaub. Eine Betriebsschließung in Form von kurzfristig angeordneten Betriebsferien ist nicht möglich. Allerdings hast du als Unternehmer die Möglichkeit, deine Mitarbeiter zum Abbau von Überstunden zu verpflichten. Zu empfehlen ist auch ein persönliches Gespräch mit jedem Arbeitnehmer. Vielleicht erklärt er sich in dieser besonderen Lage, ein paar Urlaubstage oder unbezahlten Urlaub zu nehmen. Du musst allerdings beachten, dass bei vorhandenem Betriebsrat dieser seinen Segen zu einer solchen Maßnahme gibt. Zusätzliche Informationen über aktuelle Unterstützungsprogramme findest du auf unserem Blog. Als Selbstständiger arbeitsunfähig wegen Quarantäne oder Erkrankung an Corona. Bist du als Selbstständiger selbst am Coronavirus erkrankt, was natürlich nicht zu hoffen ist, kannst du mit Unterstützung rechnen. In diesem Fall springt der Staat bei Einzelunternehmern diesen bei. Zunächst aber ist es notwendig, dass du dich als Einzelkämpfer an deine zuständige Gesundheitsbehörde wendest. Wird von dieser eine Quarantäne für dich beantragt, hast du einen Anspruch auf Zahlung von Krankengeld. Die Höhe des Anspruchs ist nicht pauschal bemessen. Vielmehr richtet sich dein Anspruch auf Krankengeld nach deinem durchschnittlichen Einkommen des letzten Jahres. Erst nach einer Ausfallzeit von 6 Wochen gilt für dich die Höhe des Krankengeldes nach den gesetzlich festgelegten Standards. Fazit: Rund 65% aller KMU und Selbstständige sehen sich durch das Coronavirus in ihrer Existenz bedroht. Die Lage ist durchaus kritisch zu sehen, aber sie ist auf keinen Fall hoffnungslos. Die Bundesregierung hat eine ganze Reihe von staatlichen Hilfen ausgearbeitet und Gelder in Milliardenhöhe zum Schutz von Unternehmen in dieser schwierigen Lage bereitgestellt. Davon können selbstverständlich auch KMUs und Selbstständige Gebrauch machen. Die Vielzahl der Hilfsprogramme hilft dir dabei, deine Existenz als Unternehmer aufrechtzuerhalten. Weitere Artikel rund um das Thema Corona und Selbstständigkeit haben wir in unserem Blog für dich zusammengefasst. Wie gehst du mit der derzeitigen Situation um? Beantragst du Förderung bzw. Hilfe vom Staat? Hast du noch weitere Tipps? Hat dir das Video gefallen? Dann lass uns ein Like da. Um noch mehr solcher Videos zu sehen, abonniere unseren Kanal.